Ja, hallo, ich bin Michael Augustin, ich bin Rechtsanwalt und spezialisiert unter anderem auf Urheberrecht, Medienrecht, speziell Filmrecht und allgemeines Vertragsrecht und möchte jetzt was erzählen über den Werkvertrag im Filmbereich. Ich habe schon ein Video gemacht, da ging es um den Filmproduktionsvertrag, da ging es um das Rechtsverhältnis zwischen Filmproduzent und Auftraggeber und jetzt mache ich noch ein Video hier über den Werkvertrag zwischen dem Filmproduzenten und seinem Werkunternehmer, der also Teilleistungen für diese Filmproduktion erstellt. Diese Werkverträge, wie ich sie jetzt hier meine, werden geschlossen zwischen dem Produzenten und den Departments Kamera, Filmschnitt, Maske, Effekte und so weiter. Für die Bereiche Drehbuch und Regie gibt es normalerweise auch Werkverträge, aber die sind meistens haben noch mehr Besonderheiten zu beachten. Also für die sollte man dann vielleicht noch weitere eigene Verträge schließen als diese allgemeinen Werkverträge für die Crew im Allgemeinen. Typische gegenseitige Pflichten beim Werkvertrag sind, dass der Werkunternehmer, also hier der Filmschaffende, verpflichtet wird, ein bestimmtes Werk zu erstellen. Also da sollte er einen bestimmten Erfolg erzielen. Diese Teilleistung für den Film soll hier einfach erbracht werden. Es kommt dem Filmproduzenten nicht darauf an, wie lang der Werkunternehmer dafür braucht. Hauptsache am Schluss ist das Werk erbracht und er kann es benutzen. Der Besteller, also so heißt der Produzent im rechtlichen Sinn, wird dafür im Gegenzug verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu bezahlen. So, jetzt gibt es da natürlich ein paar Streitpunkte, die hier immer wieder auftreten und deswegen möchte ich hier ein paar Tipps geben, wie man diese Streitigkeiten nach Möglichkeit vermeiden kann. Das erste ist, dass man in so einen Vertrag eine Präambel einfügt. In so einer Präambel kann man dann die Absichten und die Historie des Vertrags festhalten. Also da geht es darum, dass man halt schreibt, welche Absichten haben die Parteien und wie haben sich die kennengelernt, warum arbeiten die zusammen, haben die vielleicht schon länger zusammengearbeitet. Und aus sich heraus sind diese Erklärungen in einer Präambel dann nicht bindend, also das hat rechtlich jetzt keine unmittelbare Wirkung, aber die ganzen anderen Klauseln, über die man sich dann im Vertrag streiten kann, können dann anhand dieser Präambel vielleicht besser ausgelegt werden und dann kommt man vielleicht dadurch schneller zu einer Klärung des Ganzen. Also diese Streitigkeiten kommen meistens ja daher, dass man sich irgendwie, dass man Kommunikationsprobleme hat, dass es Missverständnisse gab. Und so eine Präambel trägt dann schon dazu bei, dass man sich einfach gegenseitig ein bisschen klarer wird. Worüber man sich besonders klar werden muss, ist das Werk, was der Werkunternehmer zu erbringen hat, also der Filmschaffende. Da geht es darum, dass der Filmproduzent diese Vision klar sich machen muss und dann klar sagen muss dem Filmschaffenden, was er jetzt hier an Leistungen erwartet. Nur dann kann der Filmschaffende sagen, ich kann mir auch vorstellen, diese Leistung zu erbringen. Der weiß ja selber, was er kann und kann dann auch vielleicht sagen oder muss dann auch einschätzen können, ob er in der gewünschten Zeit diese Leistung erbringen kann und ob die Vergütung für ihn dann in Ordnung ist. Was ich dann noch empfehle, ist, dass man Teilabnahmen vereinbart. Also in so einem Vertrag ist es immer schlecht, in so einem Werkvertrag, wenn der Werkunternehmer, also der Filmschaffende hier, sein ganzes Werk vielleicht erst im Ganzen erbringen muss und am Schluss der Produzent kommt und sagt, jetzt gefällt es mir doch nicht, dann ist natürlich klar, dass sich die Parteien streiten werden. Aber wenn man das Werk unterteilt in viele Abschnitte, die auch einzeln abgenommen werden können, dann ist es im Sinn von beiden Parteien. Also der Produzent weiß dann, es läuft in die richtige Richtung und der Filmschaffende weiß dann, ich werde jetzt auch für diese Teilleistung, die mir auch abgenommen wurde, dass ich dafür bezahlt werde. Die Zahlungen werden immer dann nur für den Filmschaffenden geleistet, wenn seine Teilleistung oder die ganze Leistung eben abgenommen wurde. So ist die Regelung im Werkvertragsrecht. Und bei diesen Abnahmen ist es dann so, dass ich empfehle zu vereinbaren, dass es hier nicht um künstlerische Belange geht, aufgrund derer so eine Abnahme verweigert werden kann. Also das würde einfach zu Unklarheiten führen und zu Streitigkeiten, das ist absehbar, weil man sich über die Kunst natürlich streiten kann. Da muss man bestimmte andere Bedingungen festlegen, wonach diese Abnahme zu erklären ist, wonach der Filmproduzent zur Abnahme zu verpflichten ist. Der Filmproduzent muss auch vorher schon, bevor er den Vertrag schließt, muss er schon wissen, welchen Stil der Werkunternehmer ungefähr hat, wie das wahrscheinlich am Schluss aussieht. Man muss das vielleicht auch irgendwie testen vorher, damit es da eben später keine Streitigkeiten gibt. Wenn man hier schon diese künstlerischen Belange als Abnahmeverweigerungsgrund ausschließt,
dann macht es auch Sinn, im Gegenzug dem Produzenten einzuräumen ein Verzichtsrecht auf die Leistungen des Filmschaffenden. Also das ist auch üblich so, dass der Filmschaffende einfach wieder aus dem Projekt praktisch rausgeschmissen werden kann, wenn der Produzent der Meinung ist, er passt nicht mehr rein. Der Produzent muss in der Lage sein, nicht nur organisatorisch und finanziell das ganze Projekt zusammenhalten, sondern auch, was die künstlerische Vision angeht, auch wenn er dieses Recht natürlich oft an den Regisseur oder den Drehbuchautor delegiert. Aber selbst die müssen dem Produzenten immer das Letztentscheidungsrecht einräumen, damit der da seine künstlerische Vision letztlich dann auch so verwirklichen kann, wie er es eben sich vorstellt und wie er glaubt, dass er den Film dann am besten verwerten kann, weil er schließlich der ist, der das ganze Projekt auch finanziert. Der Filmschaffende muss sich dann auch noch verpflichten, die einzuräumenden Rechte zu garantieren. Also er muss eine Rechtegarantie abgeben. Das heißt, er räumt ja dem Produzenten alle möglichen Rechte ein, damit der das Werk verwerten kann und auch wieder an seinen Auftraggeber vielleicht veräußern kann. Und wenn jetzt da der Filmschaffende zum Beispiel noch einen Untersubunternehmer beauftragen würde oder sich in Wirklichkeit ein Werk von wem anders klaut, was er dann wieder verkauft, dann wäre das natürlich eine Vertragsverletzung. Und dann könnte er da die Rechte gar nicht einräumen an den Filmproduzenten. Und das muss er eben garantieren, dass er diese Werke selbst erstellt hat oder die Rechte daran hat, sodass er sie übertragen kann. Wenn diese Rechtegarantie verletzt wird, dann ist der Filmschaffende verpflichtet, die Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren zu übernehmen, die dem Produzenten dadurch entstehen. Weil dann kommen vielleicht Dritte und machen eben ihre urheberrechtlichen Ansprüche geltend und dann muss da der Werkunternehmer, der Filmschaffende dafür einstehen. Die Parteien müssen auch immer eine Verschwiegenheit vereinbaren. Also der Produzent muss eben in der Lage bleiben, das Werk zu verwerten. Der Werkunternehmer, der Filmschaffende schon vorher die spannenden Wendungen im Film zum Beispiel ausplaudern und veröffentlichen, sondern das muss natürlich geheim bleiben, damit der Filmproduzent das Marketing besser umsetzen kann. Außerdem ist er oft gegenüber seinen Verwertern auch zur Verschwiegenheit verpflichtet, genauso seinen Auftraggebern. In Werkunternehmen im Filmbereich schließt man auch noch oft weitere Regelungen ab. Da gibt es zum Beispiel die Budgetverantwortung. Also der Filmschaffende kann zum Beispiel eine Bonuszahlung kriegen, wenn ein bestimmtes Budget nicht überschritten wird, was in seinem Bereich liegt. Er kann auch dafür haften, dass das Budget nicht überschritten wird, wenn er da eben mehr Verantwortung über seinen Bereich hat. Er kann eine Erlösbeteiligung kriegen. Man kann mit ihm eine Rückstellung vereinbaren. Also die beiden Sachen werden oft vereinbart, wenn vielleicht die Produktion nicht so viel Geld hat, um ihn wirklich angemessen zu bezahlen, dann will der Filmschaffende eben noch ein bisschen die Chance haben, später, wenn die Verwertung gut läuft, beteiligt zu werden. Dann kann der Filmschaffende noch zu Presse- und Promotion-Pflichten verpflichtet werden. Also dass er eben später bei, was weiß ich, wenn es da um Premieren geht, um Festivals geht, dass er dann auch kommt und sich mit auf die Bühne stellt und vielleicht was dazu erzählt. Vielleicht soll er auch bei einem Making-of teilnehmen. Und wenn es knifflig ist, dann kann man auch noch eine Vertragsstrafe vereinbaren. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es jetzt darum geht, eine bestimmte Frist einzuhalten, wenn der Produzent sich gegenüber seinem Auftraggeber verpflichtet, zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses Werk fertig zu haben, damit es veröffentlicht werden kann, dann ist es wichtig, oder dann kann sich der Produzent absichern, wenn er diese Vertragsstrafe auch seinen Werkunternehmern auferlegt. Ja, wenn Sie jetzt zu diesem ganzen Thema Verträge brauchen, finden Sie unter dem Video einen Link, wo Sie auf meiner Website ein kostenpflichtiges Formular runterladen können. Und sonst können Sie sich gerne an mich wenden und Verträge in Auftrag geben. Ich kann Sie gerne zu Verträgen beraten und auch welche für Sie erstellen und auch für Sie verhandeln. Nicht nur im Filmbereich, auch in anderen Bereichen nicht nur bei Werkverträgen. Werkverträge schließen typischerweise natürlich auch noch Handwerker. Da habe ich auch noch gute Vorlagen für allgemeine Geschäftsbedingungen und Verträge im Allgemeinen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bis bald hier bei mir auf dem Kanal. Gut, Dankeschön.